Heute steht ein Testländerspiel an und damit hallo nach Hause von Wolfuß und Frank Buschmann. Stammformation finden, neue Spieler testen, taktische Varianten einstudieren. Es gibt viele Gründe für Testspiele auch auf Länderebene. Die Clubtrainer argumentieren allerdings gern dagegen mit der hohen Belastung für die Spieler. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Da sehen wir die heutige Aufstellung von Argentinien. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Und nun Banega. Perez jetzt. Jetzt also, Gonzalo Higuaín. Jetzt wird's gefährlich. Und der Ball geht knapp über die Latte. Rincón. Martinez. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Abgeblockt. Da können sie erstmal klären. Jetzt Messi. Der Vorstoß von Messi. Abgefangen, gut gemacht. Rincón. Rondón. Klasse Pass. Gute Chance. Jetzt vielleicht. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert von seiner exzellenten Schusstechnik und setzt den Ball mit der Innenseite ins Netz. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Perez jetzt. Facio. Di Maria. Rincón. Jetzt Rondón. Martinez. Er spielt den Pass zurück. Rincón. Wird's jetzt gefährlich. Ganz geduldig passen. Und jetzt die Chance. Martinez. Klasse herausgespielt, dieser Treffer. Ja, da hat man's gesehen. Da lief der Ball wunderbar. Ein schöner Pass nach dem anderen. Super Tor. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Jetzt Perez. Facio. Tagliafico. Wird das seine Torchance? Higuaín, was macht er? Latte! Und Tor, der passt ganz genau. Etwas Glück dabei im Abschluss. Ja, der Ball war noch an der Latte. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Rincón. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Außenpfosten. Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen. Ah, da hat er leider einen Tick zu hoch gezielt. Aber die Idee, direkt abzuziehen, die war richtig gut. Kein Vorwurf, da keinen Pass zu spielen, sondern abzuziehen. Der Mut hätte belohnt werden sollen. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Tagliafico. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Perez. Und jetzt mal Argentinien. Rincón.
Ja, da müssen Sie aufpassen. Martinez. Tolles Zuspiel. Und Banega. Jetzt Perez. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt wird's gefährlich. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gonzalo Higuaín im Abseits. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Nach Durchgang 1 steht es hier 2. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Perez jetzt. Messi. Bei allen Erfolgen mit dem FC Barcelona in der argentinischen Nationalmannschaft sind die Maria, den muss er machen. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Und nun ein Schuss. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Higuaín. Argentinien am Ball, vielleicht geht jetzt was. Higuaín. Super gemacht, gute Verteidigung. Martinez. Jetzt müssen Sie aufpassen. Abgefangen, gut gemacht. Higuaín jetzt. Nun Banega. Ganz energisch jetzt, die Argentinier. Da passt er auf. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ball bei Banega. Tagliafico. Jetzt die Maria am Ball. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Den Ball spielt er raus. Hereingabe jetzt. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Nun Otamendi. Und Banega. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Lange Bälle in den gegnerischen Strafraum und auf den zweiten Ball hoffen. Das scheint die neue Taktik zu sein. Mal sehen, ob sie damit zur ein oder anderen Chance kommen. Rincón. Das könnte gefährlich werden. Sauber vom Ball getrennt hier. Tagliafico. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Freistoß gegen Argentinien. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor.
Higuain geht mit dem Ball nach vorne. Jetzt Perez. Zieht nach innen. Er schießt. Ah, da musste er doch eigentlich den Ausgleich machen. Aber der Torhüter hat was dagegen. Riesenreflex. Sie liegen vorne und legen trotzdem personell offensiv nochmal nach. Gibt ihr den Wechsel. So könnten sie vielleicht Entlastungsangriffe starten. Macht er ihn. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. 2 Minuten werden nachgespielt. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Den Fernschuss nimmt er sich, war aber wohl doch zu groß die Entfernung. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Es war